Hä, wie, du hast kein Damage gekriegt? Nee, hab ich auch gewundert. Dich verarschen? Das sind eure Haftbomben. Ja, schieß nochmal gegen. Warte, aus der, ich das aus der Ego-Sicht machen? Da ist die Haftbombe. Und ich, ja! Ja! Hey Freunde, was geht ab? Seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren 3er GTA Skill Battle. Leider dem letzten, den es in dieser Art gibt. Die letzten beiden Folgen haben euch mega gefallen und deswegen dachten wir, komm, wir machen noch ein Battle. Und wer gehört dazu? Ganz richtig, Anime-Fan und Ares, Hallöchen! 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 Ja, ihr seht hier unten wieder eingeblendet ein gelbes K für mich, ein rotes E für die Enter Ares, ein lilanes A für Anime-Fan. Jeder startet mit 0 Punkten. Wer zuerst den ersten Punkt erreicht, bekommt 2 Punkte, der zweite 1 Punkt, der dritte gar keinen Punkt. Jeder Punkt zählt, wir spielen 2 Maps, die Punkte werden mitgenommen und ich würde sagen 3, 2, 1, los geht's, Leute. Und niemand hat so schnell jemals... verloren? Wo fahr ich überhaupt lang? Die Regeln so schnell... Das ist schnell vorgelesen. Ich war gar nicht auf dem Spielfeld, Junge. Wo seid ihr denn? Ich war überhaupt nicht auf dem Spielfeld. Ich hatte keine Chance. Ich hatte einfach keine Chance. Ich will wenigstens einen Trostpunkt haben. Dafür, dass ich so schnell gemacht habe. Und erster Punkt für Papi. Und Daddy ist hier. Das zweiter Punkt. Oder ein Punkt für mich. Nice. Außerdem rotieren wir immer einen weiter nach links, damit jeder auch mal in der Mitte ist. Also 2:1:0. Jawollo. Crazy, Leute. Ganz es ist einfach geil, diese Skill-Battles, ich mag die, die sind richtig spannend. Falls ihr das erste nicht gesehen habt, ich sag nur so, mit dem Ergebnis hat keiner gerechnet. Das stimmt. Okay, 3, 2, 1, Knallgas! Ich hab keine Ahnung, was gut oder schlecht ist hier. Das ist auf jeden Fall Geländewagen-Skill-Test extrem, yo. Okay. Kev hat es. Man darf ja auch nicht zu langsam sein. Oh, ja. Oh, ne. Jemand ist direkt fast neben mir. Ja, der Daddy! Daddy holt sich den Punkt! Ich bin Erster auf jeden Fall! Ich bin Zweiter! Wow, ich stand auf jeden Fall war ich Erster! Wie so ein Foto-Finish, Alter! Genial! Genial! Ah, wir wechseln hier immer entspannt rum, Leute, auch wenn die Farben... Naja, eigentlich gibt's nur einen, der die falsche Farbe hat, oder? Ich wollte sagen, Ares, wir sind passend für die Strecke angezogen, Kev. Ja. Wow! Okay, Ares, komm, du brauchst auch mal einen Punkt, zähl an! Okay, wir starten in 3, 2, 1, Knackers! Oh, wer traut sich? Und das Ding ist, Leute, nur weil man am Anfang vorne liegt, heißt das nicht, dass man auch die gesamte Challenge gewinnt. Das Blatt kann sich hier so schnell wenden, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Ah, das hat den gleichen Fehler gemacht, wie ich gerade eben. Nein! Was ist denn? LOL! Nein, ich hatte Stangen innen drin bei mir! Ich auch! Aha. Nein. Das war natürlich für Kev, für Ares der Vorteil. Ah, er war der Einzige, der keine Stange im Weg hatte. Wie reizend. Das gibt's nicht. Doch, also er hatte eine auch im Weg, aber unser Loch ist enger. Das hat mich aussortiert. Doch, er hat auch ein Stänglein da in sich. Ich hab Pole Dance an der Stange gemacht gerade. Anime-Fan, wo hast du ihn verkackt? Am letzten Stange, halt. Ja, letzte Stange hab ich erwischt. Yeah, dann kann ich mir doch noch einen Punkt sichern. Let's go! Let's do this! Wuhu! Nice. Punkt noch gekriegt. Alles gut. Ich hatte schon Angst. Sehr schön. Die letzte hier Stange hat mich rübergehauen. Alter, das sieht crazy aus hier. Aha. Das sieht verdammt crazy aus. Crazy, ich bin da! Da kommt Anime-Fan, let's go! Beyblade! Hat keiner gesehen. Da ist er abgesackt. Wir haben alle den Punkt im Gesicht. Freunde, falls ihr mal wieder Bock auf ein Troll-Race habt, dann schreibt das mal in die Kommentare, denn ich habe wieder so eine Troll-Box gefunden, aber die hat so wenig Prozent. Ich brauche ein bisschen Motivation von euch, wenn wir die spielen sollen. Deswegen knallt's in die Kommentare. Und Jungs, ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1, Vollgas! Vollgas! Wobei hier darfst du wahrscheinlich nicht zu schnell fahren. Man muss hier einerseits schnell, aber auch langsam spielen, ne? Weil, wenn du verkackst, ziehen die anderen vor. Ich finde dieses Konzept so geil. Nein, ich hab apropos verkackt. Anime-Fan raus. Ares hat es. Oh, aber Daddy kann... Alter, ich bin gerade richtig... Ich bin noch on fleek. Freunde, ich bin gerade heftig am Gange. Wuhu! Der Junge kann es einfach, Beyblade! Und wieder der erste Platz. Nein! Ich hab's auch. Sehr gut, sehr gut. Ich hab ehrlich gesagt den kompletten Überblick verloren über die Punkte. Aber ihr seht ja hier unten alles eingeblendet. Dankeschön.
Kernchen. Ich wollte zu viel an der einen Stelle. Ich wollte zu viel. Man kennt es, man will zu viel. Ares, du bist müde, wach auf, Jung! Boah, was denn? Was denn? Bin doch da. Dreh durch! Ich will mehr Action von dir. Mehr Action! Er hat von mir halt geträumt gerade, deswegen. Gar nicht. Er hat an sich zurückgezogen. Albträume, ja. Ist echt so. Wuhu! Daddy ist. Da! Das rutscht aber gut, das Auto, meine Herren. Oh, Konzentration, ja. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wie viel es steht. Anime-Fan, du zählst. 3, 2, 1, go! Vollgas! Oh, er hat einen Frühstart. Da. Oh, nein, 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 nein! Kev hat versagt. Abgesoffen, ich war so gut. Okay, Anime-Fan ist auch lost. Nein, ich hab... Ich rette mich! Er macht's langsam. Ja, oh, man hätte es langsam machen sollen. Man hätte es komplett langsam machen sollen, das gibt's nicht. Jo, Papaz! Ja! Nein, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den zweiten gönne ich mir aber. Wow! Was war das? Ja, guck mal, mein Auto ist stehen geblieben, als ich respawned bin. Ja, wie... Mo! Ich will's noch schaffen! Ich hab mein eigenes Hindernis hingelegt. Okay, nehme ich halt meine beste Farbe. Ja. Nein! Komm, verkack noch, Kev! Verkack! Verkack! Nein! Ich wollte zu viel! Kev, das gibt's alles nicht! Wir sind so kurz vorm Ziel! Ja, verkack, Kev! Verkack! No! Ja! Nein, das gibt's doch nicht! Nein! Komm, rette dich! Das nein! Nicht. Ich war am Ende! Ich bin komplett langsam rübergefahren, er hat sich da trotzdem irgendwie verkeilt, ey! Ich glaube, ich spinne. Ja, die Ente hat mit ihren Flügeln geschlagen und ist geflogen. Wirklich? Ja, easy. Oh, easy. Jetzt aber, Junge. Oh, Alter, er macht schnell. Das wird ein Fehler sein. Ja, ich bin... Komm raus. Das war definitiv ein Fehler. Nein, ich komme noch, Kev. Ich komme. Yes. So. Er wollte nur Angst machen. Er hat verkackt, da sieht man ihn. Ja. Ja. So, platt mit dem Typen. Ich hab dich absichtlich nicht abgeschossen. Natürlich nicht. Leute, das ist ein Skill-Race. Hier kann man nicht trollen. Das geht nicht. Was wäre gemein, Tisch, das heißt links. So, mein Auto bleibt aber stehen, die Tür fahre ich aber weg, so. Alter, ich muss nach rechts. Okay. Alles klar. Freunde, es geht weiter in 3, 2, 1, Knallgas! Wie hieß der Typ, der eigentlich nochmal Knallgas macht? War das Kalle oder wer war das? Ich weiß es nicht. Ich hab's von euch. Knallgas! Oh, wie hieß denn der Typ? Ich hab's wieder vergessen. Ich hab's komplett vergessen. Ich will's aber wissen. Und Jump City! Oh! Ja! Nein, zu weit, zu weit! Ich bin zu weit geflogen. Zurück zum Punkt! Der Punkt ist meiner! Man muss zurück zum Punkt springen! Hab ihn! Hab ich den gekriegt? Ich hab ihn bekommen! Ich bin Erster! Geil! Nee, ich war schon vor dir dran. Ich bin ja schon rübergeflogen. Nein, nein. LOL! Wo ist denn. Ich war vor dir da. Da war eine Lücke. Wo ist die Ente schon wieder? Die Ente nimmt die landschaftlich schönere Strecke hier. So, endlich ist Ares auch da! So, mein Lieber. Jetzt, du brauchst die Punkte dringend. Du brauchst die Punkte dringend. So. 3, 2, 1, let's go! Hey! War ein Fehlstart. Aussortierer, man muss mit Fullspeed. Man muss mit Fullspeed. Nein! Aussortierer hab ich aussortiert. Oh, nein! Oh mein Gott, er hat's geschafft! Der Aussortierer hat seinen Namen alle LR gemacht. Nein! Kev hat verkackt! Nein! Kurz vorm Ende! Ich hab auch verkackt! Ich hab's nicht gesehen! Oh. Ich hab's nicht gesehen! Gefällt mir! Man muss ja gar nicht Fullspeed durchfahren! Das sah so aus, wenn man die ganze Zeit springen muss, weißt du? Aber man kann es auch langsam machen! Oh! Wo ist der Punkt? Aber Ares hat verkackt! Oh, ich bin auch drauf! Nee, er ist noch drauf, aber ich bin schon wieder ganz vorne. Alter, heute habe ich aber auch Skill gefrühstückt schon wieder. Was ist los? Oh, nom nom! In letzter Zeit bin ich heftig am Rasieren! Gerade bei diesen Dreier-Skill-Battle. Oh nein. Letzte. Tschüss, Entchen, sah geil aus. Alles sofort. Oh, Anime-Fan ist hier vorne. Aber er muss auch warten. So, Amazon-Pakete aus dem Weg, ja nichts. Gegen einen Geländewagen ist das wirklich... Was? Und? Ja! Ich hab ihn geholt! Ne. Wo kamst du denn her auf einmal? Ich bin einfach Vollgas über Stoppschild gefahren, wo es genau mittig war. Ich hab eine Stelle übersprungen. Boah, Hut ab, das war richtig gut. Da hat er Eier bewiesen. Alter, wirklich? Hier, deine Medaille.
Ich tu doch nichts. Da wäre ein Punkt zwischen ganz geil noch gewesen irgendwie. Sieht schön aus, Gav. Auf der Foi-Foi-Plattform da. Hallo. Ich sitze mal ein. So, Anime-Fan, siehst du die ganzen Half-Bomben? Ja, ich wollte mal was testen. Oh nein. Das ist meine Lebensversicherung, ob du die treffen kannst? Ja, am Fenster. Alle weggemacht! Hä, wie? Du hast keinen Damage gekriegt? Nee, hab ich auch gewundert. Dich verarschen? Das sind eure Haftbomben! Ja, schieß nochmal gegen. Warte, aus der Ego-Sicht machen? Da ist die Haftbombe. Und ich! Ja! Ja! Da, was ist das denn? Das Spiel ist broken! Aber komplett! Es geht los in 3, 2, 1, let's go! Weiß nicht. Oh, das wird knapp, das wird sehr knapp! Oh nein, 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 nein. Kev! Ja! Oh. Ja! Erster Platz! Richtig verdient! Alter, wie hast du dich schon wieder vorgedrängelt? Wie? Skill! Ey, ganz ehrlich, Aris, ich weiß nicht, aber heute, ich glaube, du kommst nicht mehr ins Ziel. Oder? Oder? Doch! Komm rutsch runter, rutsch runter! Das ist ja. Also, wer ist solche Freunde? Hast du überhaupt einen Punkt geholt in der ersten Runde? Ja. Ich glaube, einen hat er mal geholt irgendwann. Okay, Leute, ihr seht unten eingeblendet. Ich hab's gerade echt nicht mehr im Kopf. Und da ist die zweite Map mit einem anderen Geländewagen. Es ist nämlich heute der ultimative Geländewagen-Skill-Test. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel es steht. Ich weiß nur eins, ich muss in die Mitte. Weil ich war das letzte Mal rechts. Ich war mittig und das heißt, ich muss links hin. Genau. Oh, die Plattform. Und die Regeln sind genauso, ihr seht. Oh, die Plattform repariert über die unsichtbar? Ich seh das schon. Ja. Die Plattform ist unsichtbar. Das ist eine gemoddete Map, das wird geil, Leute. Jungs, seid ihr bereit? Jo. 3, 2, 1, Knallgas! Erstmal Vollgas oder ist die Frage? Ah! Ne, wir müssen Anlauf nehmen! Ohne Anlauf schaffst du es nicht! Das konnte keiner wissen, das konnte keiner wissen, das konnte keiner wissen! Natürlich hat Kev den Spawn den besten, oder? Ne, ich bin auch an der Seite gespawnt. Ah, gut. Wunderbar. Er macht schon so, er macht direkt Auge auf mich. Aber es geht noch ein bisschen weiter als nur das. Papi ist vorne. Oh, ach, du meine, wir haben jetzt hinter dir weg. Und da ist alles. Schneller. Okay, faster. Los. Ach, du meine. Was ist hier schlau? Okay, das hat gut geklappt. Bis jetzt auch. Also ich... Oh. Anime-Fan, wenn ich wüsste, wie gut du vorankommst... Ich hab dich überholt. Ja, ganz klar, ich hatte die Kante. Ich hab dich überholt. Es kann nur eine Pro-Game, ein Geländewagen. Pro. Oh, oh. Das ist wahr. Kev hat verkackt. Kev hat verkackt. Nee, 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 nee. Und er hat den Punkt als Erster. Zweiter. Wow. Und wir müssen respawnen. Und ich bin runtergefallen. Das gibt's doch nicht. Ein sehr interessanter Spawnpunkt. Uiuiuiui. Und da ist Ares auch schon wieder, endlich Haras. So, bereit für die nächste Runde? Ja, gib ihm. Beachte, da links steht noch Anime-Fans Fahrzeug. Ich verrate nicht, was passiert ist. 3, 2, 1, let's go! Oh, jetzt haben wir es wirklich schon. Jungs hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich es ja leichter habe. Hä? Hier ist keine Wand, ja. Oh, wow! Weil ich keine Wand, weil ich jetzt zwei Wände hatte, der Mittlere hat's gut. Oh, yeah. Hä? Wo ist der Punkt? Ah, da. Daddy ist Erster! Ja! Das gibt's nicht weiter! Wow. Weißt du, was da... Was ist hier heute los, Junge? Weißt du, was da bei mir war? Ich hab direkt gesehen, dass der Flach ist, hat mein Auto direkt ausgeschüttet. Bin ich nicht oben geboostet worden wie ihr. Ja. Ich habe mich auch nach vorne gelehnt, deswegen habe ich Ares überholt. Oh mein Gott, Leute, eine kleine Mitleidsrunde in den Kommentaren, du kriegst dann voll die Packung, ey. Das ist so böse heute. Okay, 3, 2, 1, let's go! Es ist auf jeden Fall ein spannender Kampf zwischen Anime-Fan und mir, das muss man einfach sagen. Nein, ich war zu gierig! Anime-Fan hat verkackt, zu gierig. Ich auch. Ares auch. Wunderbar. Das Problem ist, das bringt mir nicht den sonderlichen Nein! Teil, weil die wieder auffahren können. Nein! Ihr wart einen Tick zu langsam. Ja. Was? Kev verkackt! Hä? Kev hat verkackt! Ich konnte nicht rausfahren! Nein, schon wieder. Ich bin zu gierig! Man konnte einfach nicht rausfahren! Okay. Nein! Oh mein Gott, jetzt ist Ares vorne mit dabei. Ares hat es! Psst! Pass auf. Wow, was geht denn hier ab? So, Anime-Fan, meine Lebensversicherung da. Uhu. Könnte Anime-Fan jetzt klatschen, aber ich lasse es. Nein, 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 Alter, wie fahre ich denn? Nee.
Was? Ares Hades verkackt! Ich hab dich nicht getroffen, Anime-Fan! Nein! Hey, hallo? Wie? Kein Skill hier? Ich hab doch die Hatbombe. Nein! Ich hab auch die Nice! Oh mein Gott, jetzt wird's nochmal richtig spannend. Du hast echt ein Skill-Duell kaputt machen wollen, Kev? Okay. Müssen wir uns merken. Oh, Alter, das ist ja gemeingefährlich. Kev hat es. Also ganz ehrlich, ich würde hier noch lange nicht davon sprechen, dass ich es hab. Also das ist so hartes Teil hier. Wow! Ja. Nicht wahr? Guck mal, wer erster ist, Kev. Es ist nicht dein Ernst. Wie ich hier weggerutscht bin. Guck dir das an, ich hab mich Schrei raus, Junge! Was? Nein! Nein, alles gut. Ich werde den Punkt doch nicht unehrenvoll holen. Wenn ich hier jemanden Grund und Boden stampfe, dann legit. Wo seid ihr beide eigentlich? Ich stehe hier am Ziel alleine. Keiner weiß, wie so ist. Dieser Kobold, ey. Eine Ewigkeit später. Aber Kev holt sich den Punkt! Tut mir leid, Ares, aber ich kann dich nicht absichtlich gewinnen lassen. Nein, sollst du auch nicht. Ja. Ach du meine Herren. Ja! Gut, ich wollte dir helfen. Ich hoffe, mein Drache ist jetzt nicht auf der Schiene liegen geblieben. Ich hoffe schon. Nein, sieht nicht so aus. Ja, da schon nur die Haftbomben kommen, ey. So, da. Okay. 3, 2, 1, let's go! Also ich glaube, mittlerweile führt Anime-Fan. Oh, ich hab gut aufgeholt. Kev Hades. Nice. Der hat echt, verdammt. Der Kev Hades-Sprüche schon wieder. Ich bin einfach zu gut, Junge. Ich kann mich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Kev. Kev, du hast den Reifen verloren. Bleib mal stehen. Oh, diese Kinderspiele fallen. Der Trottel. Das hast du dir verdient, Ares. Das hast du dir verdient. Ich glaub, das war Karma. Das war echt Karma. Weißt was? Deine 5 Dollar lass ich mir hier schmecken. Hopp. Hey, Junge, kurz vorm Punkt verkackt er dann so. Ja. Ah, schönes Ding. Hm. Okay. Egal, nimm mal die blaue Schuhpur. Also, ich habe echt absolut keinen blassen Schimmer, wer hier vorne ist und wer hinten liegt. Das ist also auch schwer zu einschätzen. Überhaupt nicht. Ich kann nur sagen, wer letzter ist. Das war wahrscheinlich Ares. Ja, also so viel kann ich auch kombinieren. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich weiß, das wird hart. Das wird richtig knapp, Leute. Das wird richtig knapp. So, da ist Anime-Fan. Und ich würde sagen, Ares, du darfst zählen. Alles klar, wir starten in 3, 2, 1, Knackers! Oh, Handbremsentechnik war gut. Was ist hier los? Uff. Man hat nicht schnell fahren sollen. Oh, der Junge ist gut durchgegangen. Nein, der Ball fällt mich auf, ja. Der Ball! Oh nein, das sind die Termine! Oh mein Gott, bin ich geil durchgekommen! Oh, nein, die Ball ist zu. Was passiert denn hier? Schneller! Ares verkackt! Gefällt mir! Nein! Nein, mein Tor ist zu! Hä? Geh auf! Ja! Hä? Hä? Wie hätte ich denn da hochkommen sollen? Unten runterfahren! Oder nee? Wir hätten oben drauf gemusst! Hä? Lol, die hätten wir nicht den Ball mitnehmen müssen! Nein! Lol. Ich war die ganze Zeit hinterm Ball! Oh, ich hab kurz voll überholt! Okay, schnell! Da ist ja noch eine Mine im Weg! Die muss man sich natürlich auslösen, wenn man schlau ist! Ja, damit der Ball weiterrollt! Ja! Und der Ball ist bei mir drin! Nein, der ist drin! Aber der landet nicht drin! Cool! Also doch, der ist ja noch. Ich muss ihn ja noch weiter nach hinten bringen. Ja. Oh, okay, das wird gar nicht so leicht. Hä? Der Ball will nicht über die Kante rüber. Bei mir will die Mine nicht auslösen. Was? Ich krieg den Ball nicht über die Kante rüber, egal wie schnell ich fahre. So, jetzt ist die Mine ausgelöst. Jetzt! Hopp! Ja, der Ball ist drüben! Ball ist drüben? Fan hat's auch, das wird schon wieder zu knapp! Der Ball muss es schaffen, bevor es hochgeht. Ja! Guck mal, er ist rübergekommen! Da hab ich schon mal einen kleinen Fort. Was? Bei dir war offen? Ja, bei mir war es bei dir auch offen. Nein, geh da rein, Junge! Geh rein! Was ist das denn? Ja! Bisschen... Nein, greif hinter! Alter, so bloß schon wieder! Aber was ist das bitte für eine geile Idee? Das ist so eine geile Map hier gerade, Mann! Die gefällt mir richtig gut, Freunde. Droppt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Wie wir alle erst die Orange am Anfang überholt haben. Dammers. Nice, da Haras.
Oha. Die Frage ist, muss man dieses Ding mit rüberbringen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich würde sagen, muss runterschieben und dann vorbeifahren. Okay. 3, 2, 1, let's go. Oh, nein! Nein! Hängen geblieben. Oh mein Gott, das ist so spannend! Alter, darf kein Fehler passieren. Ey, Junge, hallo? Nein! Ey, das ist ja schwer! Das ist richtig haarig. Sabotage! Ihr brauche ich nicht. Ich wollte nur Angst machen. Ich habe offiziell nichts getan. Offiziell habe ich nichts gemacht an dem Hügel. Nein! Ich habe nicht den gelben Schatten gesehen, als ich runtergefallen bin. Alter, abgebounced. Kefka, ich hab's. Vielleicht war das Karma für dich, Kefka, weil du mich rammen wolltest. Ja, aber zum Glück hast du keine 2 Punkte, also ist ja Karma wohl doch auf meiner Seite, oder? Aber ich 1 Punkt. Oh, komm, Kefka, wir können hier abspritzen. Alter, ich finde das so schwer. Eieieiei. Guck mal, bei mir mit sowas komme ich überhaupt nicht klar. Irgendwie verkannt sich mein Reifen. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich hierbei lenken soll. Und er! Okay. Puh, letzter Platz und ich bin noch in der Mitte. Wir haben auch noch 2 Punkte, Leute. Wir haben noch 2 Punkte. Wir stellen uns hier an die Kante. Okay. 3, 2, 1, go! Konzentration! Bei diesen Konzentrationselementen. Nein, nicht zu schnell! Ich war zu schnell! Alter, ich bin abgebremst vom Feinsten die ganze Zeit. Wieso sagen wir, wenn so schnell respawnt? Weil ich schon vorher gespawnt habe. Krass. Ey, Junge, wie schnell macht man denn da? Der macht's zu schnell. Kerl, verkack! Oder Aros, hol dir zumindest den 2 Punkte, damit Kevin einen bekommt. Nein, ich brauch die 2 Punkte, die sind wichtig. Ruhe, ich brauch die. Nein, du brauchst die nicht mehr, du kannst nicht mehr gewinnen. Nein! Also, der Druck ist zu groß gerade. Oh. Stell mir doch nicht so Mist. Der Druck ist zu groß. Nein, ich verkacke. Ich bin verkackt, das ist super. Was war das denn? es holt die 2 Punkte, das Käfer ein. Er hat verkackt. Nein. Jetzt ist Daddy am Zug. Daddy ist am Zug. Käfer verkack auch noch. Die 2 Punkte lasse ich mir schmecken wie heute das Brathähnchen. Lecker. Haben wir heute so ein richtig, kennt ihr das, wenn so ein Wagen kommt, dann so frische Brathähnchen? Oh, lecker. Oh, die habe ich mir heute gegönnt, Alter. So ein halbes Brathähnchen schön rein und deswegen lasse ich es mir schmecken. Hä? Oh, ich hasse Bugs. Oh. Oh, Kev, verkack noch, Kev. Ist die Brathähnchen-Power doch vielleicht zu viel gewesen? Komm, Kev, verkack. Kev, verkack. Oh, ich komme hier wirklich nicht weiter. Hä? Oh, der Punkt ist aber haarig. Ich komme hier nicht weiter. Gefällt mir. Wieso nicht? Hol dir die 2 Punkte, wenn es geht, Ares. Ja, jetzt ist okay. Nein. Hängen geblieben bei den Röhren. 2 Punkte für Daddy. Nice. Nein. Wow. Ares, sein Ehrmann wartet vor auf mich, ob ich 1 Punkt bekomme und am Kopf dran bleibe. Voll nicht. Hallo, wir sind Freunde, du musst mir helfen. Das sehr gut, Ares. Da holt er sich den einen Punkt. Ehrenpunkt ist das. Ist so. So, jetzt haben wir noch den letzten finalen Sprung. Vermutlich da vorne direkt ins Ziel. Wir starten direkt bei der Plattform. Schön vorne dran. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, Leute. Ihr seht die Punkte eingeblendet. Wir haben uns das selber jetzt nicht gemerkt, weil wir jetzt schon über eine halbe Stunde spielen. Konzentration. Aber echt, das musst du mir helfen gleich. Ich muss gewinnen und du musst Zweiter werden. Wow. Wir müssen zusammenarbeiten, Ares. Ah ja. Darf ich dich an das letzte Dreier-Duell erinnern? Na und? Das ist was anderes. Okay. Seid ihr alle bereit, Männers? Yeah. Jawohl. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go! Und ich weiß nicht, ob hier ein Bremssprung oder irgendwas auf uns zukommt, man weiß es nicht. Nein! Zu tief! Aber man hätte sich drehen müssen! Aber da müssen wir auch mehr Speed mitnehmen. Hab's! Bremssprung war das! Ja, Zweiter! Warte, wir sind beide drauf! Wo ist das Loch, Junge? Nein, das...
Nein, geh weg da! Hau ab! Weg! Alter! Nein, geh! Ja! Damit holt er sich die Krone, glaube ich zumindest. Freunde, ich hoffe, euch hat's gefallen. Daumen rauf, wenn dem so ist. Ich wünsche euch jetzt einen tollen Tag. Haut rein, bis dann und ciao! Ciao, ciao! Ciao. Du bist auch von Kakavas? Ja! Was ein Sack! Ich glaub's nicht. Nein! Ach, es verkackt noch! Ach, es verkackt! Ey! Ah, das holt den zweiten, ist doch klar. Da hab ich runtergeschubst. Das war aber auch nötig. Guck mal wieder! Ey, ich bin über den Punkt drüber gesprungen. Wie? Ja! Ich hab einen perfekten Bremssprung gemacht. Ui! Und jetzt schon. Ey, Junge. Vor allem hat die Haftbombe nicht gezündet. Ich hab bei Kev extra für alle Fälle noch eine Haftbombe rangeklatscht. Wow! Ich hab mich runter. Und ich dachte mir, yo, nö, mach mal nicht so. Und dann zündet das Scheißding nicht.